Hallo und willkommen zum ersten Teil meiner Wie viel Gold mache ich mit Reihe. In diesem und in kommenden Videos schauen wir uns mal genauer bekannte oder vielleicht auch unbekanntere Farmorte an, die jeder Casual-Spieler wie ich bewältigen kann und meistens mit einer Gruppe abzuschließen sind. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch einfach nur mal interessant zu sehen, wie viel Gold im Durchschnitt ungefähr möglich ist. Natürlich sind die meisten Crimes und Instanzen absolut dropglückabhängig, deswegen versteht dieses Video auf keinen Fall als eines der vielen so könnt ihr versprochen 100 Gold pro Stunde machen Videos. Ich will euch einfach mal zeigen, was prinzipiell so ungefähr möglich wäre. Falls ihr mich zudem kostenlos supporten wollt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und ja, vielen Dank schon mal auf jeden Fall. Aber gern. Im ersten Teil machen wir 3 Strat Living Runs und schauen mal, was pro Person hängen bleibt. Am Schluss des Videos erfahrt ihr dann den genauen Goldbetrag, der bei mir hängen geblieben ist. Bevor ich jetzt aber weiter ins Detail gehe, möchte ich euch noch kurz von links nach rechts unsere Gruppe vorstellen. Dabei sind also der gute Beton als Undead Off-Worry, der Tank und zugleich unser Raid-Main-Tank Feran als Ork-Krieger, der gute Bollock als Hexenmeister und Ceralex als Undead-Magier, welchen ihr vielleicht aus dem Bootybase-Stammtisch-Format kennen solltet, sowie ich als Druiden-Heiler. Ich empfehle euch jedoch auf jeden Fall einen Schamanen bzw. Paladin und oder Priester, welcher Krankheiten entfernen kann, dabei zu haben, da die Mobs in der Instanz ziemlich nervende Debuffs verteilen, die unter anderem slowen können und gut und gerne mal 10 Minuten halten. Die Instanz befindet sich also, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, in den östlichen Pestländern und ist aufgeteilt in den lebenden sowie untoten Part. Im Spiel werden diese aber in der Regel im Englischen ausgesprochen, sodass man diese Strat Living bzw. Undead nennt. Im Living Part also, auf den wir es abgesehen haben, nehmen wir ebenfalls direkt den Seiteneingang, weil der Living Run dadurch minimal abgekürzt wird und man zudem im Fall eines Todes nicht so weit laufen muss, da der nächste Friedhof relativ ums Eck ist. Zudem gibt es hier einen kleinen Boss mehr. Ihr benötigt für den Seiteneingang allerdings den Schlüssel zur Stadt, welcher von Magistrat Bartilas fallen gelassen wird. Diesen findet ihr im anderen Teil der Instanz. Außerdem solltet ihr den scharlachroten Schlüssel aus dem Kloster mitnehmen, der diesen zum Aufsperren des Klosterparts benötigt. Wir starten also bei 234 Gold und 77 Silber. Insgesamt haben wir 3 Runs gemacht, bei denen wir für den ersten 46 Minuten gebraucht haben. Und bitte nicht lachen, was verdammt lang ist. Wir sind allerdings durch, sagen wir mal, Unachtsamkeit einmal gewiped. Der zweite Run lief dann deutlich besser mit knapp 39 Minuten. Hier ist zudem auch noch ein episches Muster gedroppt, dazu aber später dann mehr. Der dritte und letzte Run lag dann ebenfalls bei soliden 38 Minuten. Schreibt mir gerne mal direkt in die Kommentare, was euer schnellster Run war. Allgemein muss ich aber dazu sagen, dass wir das alles ganz entspannt gemacht haben. Wahrscheinlich hätten wir uns aber noch mit etwas mehr Vorbereitung und vor allem Konzentration die ein oder andere Minute sparen können. Insgesamt haben wir also um die 124 Minuten gebraucht, was genau 2 Stunden und 4 Minuten reine Spielzeit in der Instanz sind. Wir haben allerdings zwischen den Runs mal kurze Pausen gemacht, um zu verkaufen und allgemein ja kurz AFK zu gehen. Was wollen wir aber genau in Strat Living? Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den rechtschaffenen Kugeln, welche ab dem Klosterbereich von allen humanoiden Gegnern mit den Namen Purpurroten beginnend sowie ein paar Bossen im Klosterpart fallen gelassen werden können. Diese werden unter anderem für Verzauberungen wie Kreuzfahrer oder Plusheilung auf Waffen benötigt. Wir hatten in 3 Runs genau 5 Kugeln, was für jede eine macht. Bei uns auf dem Server geht eine Kugel momentan zwischen 40 und 50 Gold weg. Ich kann mir zudem gut vorstellen, dass sobald BWL bzw. immer zu einer neuen Phase, in der eine neue Instanz erscheint, die Kugeln noch mehr wert sein werden, da einfach wieder neue Items ins Spiel kommen und somit neue Verzauberungen benötigt werden. Wenn ihr ganz viel Glück habt, droppt sogar beim letzten Boss, dem guten Balnazar, das Rezept Fläschchen mit destillierter Weisheit, welches Alchemisten für die Mana-erhöhende Flask benötigen. Besagtes Rezept geht bei uns auf dem Server momentan für um die 200 Gold weg. Zudem habe ich gesammelt alle blauen Random Drops mitgenommen, um diese zu verkaufen und am Schluss durch 5 zu teilen, was pro Nase allerdings nur 3 Gold waren. Man muss allerdings sagen, dass diese bei uns mit den Armschienen des Wildherzens, den Handschuhen des Gläubigen sowie den Plänen vom Herzsucher relativ spärlich ausgefallen sind. Letzte habe ich sogar nur beim Händler vertickt. Nur das epische Muster für die Trachten des Glaubens gingen für 11 Gold weg. Nehmt allgemein auf jeden Fall einfach immer alle grauen und weißen Items mit, da diese teilweise 2 bis 3 Gold wert sein können. Zudem befinden sich überall in der Instanz Kisten, in denen sich manchmal Fallen befinden. Geht einfach langsam hin und fahrt mit der Maus drüber, dann seht ihr, wenn nicht Falle entschärfen dran steht, dass ihr die Kiste ohne Bedenken aufmachen könnt. Hier sind vor allem die Tränke sowie die Rollen der Stärke und der Beweglichkeit interessant, da die Rollen im AH nochmal um die 1 Gold wert sein können. Auch Essenzen des Untodes lassen sich knapp unter 1 Gold verkaufen, welche random in der Instanz droppen. Auch den Runenstoff natürlich nicht vergessen, welcher schnell mal 1 Gold und mehrere Silber pro Stack wert sein kann.
Alle weiteren grünen Items, die ich bekommen habe, was allerdings nur so 2-3 waren, sowie alle weißen und grauen bzw. vor allem die blauen Boss-Drops, wo ich teilweise wirklich Glück hatte und das ein oder andere sogar über 5 Gold wert war, habe ich dann beim Händler verkauft, was auch den größten Teil meiner Einnahmen ausmachte. Die grünen Items schicke ich sonst allerdings zu meinem Banktwink zum Entzaubern. Für das Video habe ich diese allerdings einfach mal gnadenlos dem Händler überlassen. Am Schluss hatte ich dann also 288 Gold sowie 73 Silber, was genau 53 Gold und 96 Silber Gewinn macht. Dazu kommt natürlich noch meine rechtschaffene Kugel, welche zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich minimal unterschneiden würde, für sagen wir mal 39 Gold weggehen könnte. Wenn ich diese 39 Gold jetzt fiktiv draufrechne, wäre ich bei knappen 93 Gold, was ich in den 3 Runs gemacht hätte. Wie schon erwähnt, soll das keine "Wie macht ihr am meisten Gold"-Reihe sein, sondern euch einfach mal einen kleinen Überblick verschaffen, was ungefähr möglich ist und das vor allem als heilender Casual-Druide. Ich denke, bei den Kugeln lagen wir im Durchschnitt. Schreibt mir aber mal unbedingt in die Kommentare, was so eure höchste Anzahl an Kugeln war, was ihr in einem Run bekommen habt und allgemein eure Meinung zu Strat Living. Bleibt zudem super gerne dran und lasst mir ein Abo da, falls ihr die weiteren Teile natürlich nicht verpassen wollt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer schön die Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.